So, und herzlich willkommen zur zweiten Folge GTA Online, hier Red Dead Redemption, hier bei mir auf dem Kanal. Gehe zu B, also Bonnie McFarlane, um mit ihr zu sprechen. Das machen wir natürlich gleich. Wir haben in der letzten Folge noch die Outfits angeguckt und wir haben ihr geholfen. Der Bonnie und sind pennen gegangen. Na gut, müssen ja nicht so rennen. Wird ja auch ein bisschen wie ein RPG spielen. Ab und zu müssen wir doch mal rennen. So, wir können natürlich nur zur gewissen Zeit zu Bonnie gehen, die pennt auch irgendwann. Ich glaube zwischen 5 Uhr früh und 6 Uhr abends können wir zu ihr hingehen. Moment. Weiß nicht, ob wir dann noch später, vielleicht können wir später zu der gehen. Also doch gegen 10 vielleicht, eine Runde. Bunga. So, jetzt hier. Stolperstein. Oh, Ruhe. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you, how are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson, or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking, if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. So, dann müssen wir ihr natürlich mal die Schranken weisen. Das ist natürlich der harte Kerl. All right, I'll show you how we ride around these parts. Okay, wir müssen rennen. Steig auf dein Pferd, wir reiten jetzt ein Rennen gegen Bonnie. Ich habe nicht rausgefunden, ob es gut ist, sie gewinnen zu lassen. Ich habe es einfach gemacht, ich habe einfach gewonnen. Wir müssen mit A. Jetzt geht's an den Start. Okay, on the count of three. Two. One. Go! Go! So machen wir uns mal ein bisschen, lass sie uns mal ein bisschen vorziehen, das ist kein Problem. Wir müssen durch die Feuer reiten. Wir können dem Pferd die Sporen geben, dadurch sinkt aber die Ausdauer. Wenn man das links im Bild, links neben der Minikarte, seht ihr einen blauen Balken. Das ist die Ausdauer vom Pferd. Ich hoffe, das spielt nicht so laut. So, und wenn ich auf A spamme, dann wird das natürlich viel schneller, das Pferd, aber... Oh, hat trotzdem noch gezählt. Los, go. Nein, es scheut. Große Höhe im... Nein! Pferd! Das wirft uns irgendwann ab. Ah, scheiße! Das hat eine Testaufnahme viel besser funktioniert, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir kriegen die noch. Also. Und wenn nicht, dann haben wir eben verloren. Ist eben so. Auf jeden Fall ist, wenn du ganz oft A drückst, dann sinkt die Ausdauer und irgendwann wirft dich das Pferd ab. Wenn du aber nur ab und zu mal A drückst, so wie ich das hier gerade mache, also so, so sequenziell, partiell immer nur mal A gedrückt, dann wird das unglaublich schnell, das Pferd. Und was auch noch sehr hilfreich ist, ist Straßen. Also wenn du auf Straßen reitest, ist das Pferd 50.000 Mal schneller als durch die Referie. Das Pferd muss gepflegt werden, also wir müssen dem auch Äpfel kaufen und so, da geht der Ausdauer hoch. Und alles Mögliche. Mit Pflege, Pillen und so ein Kram. Und das ist ein bisschen wie bei Red Dead Online. Ich habe Red Dead Online angespielt. Hat mich aber leider nicht so richtig abgeholt. Wir wollen es nochmal probieren. Also ich habe mit Dante, das ist ein Multiplayer. Ich habe mit Dante gesprochen und eine Schulle. Und wir wollen mal nochmal reingucken. Zusammen. Bei Red Dead Online, also Red Dead Redemption 2 und die Online, der Online-Multiplayer. Aber ja, nicht sofort. Yeah. Let's go.
da haben wir gute Vergleiche zu Red Dead Redemption. So, da ist der Bonnie. Ich glaube, wir kriegen die. Wenn ich jetzt dranbleibe, müssen wir sie eigentlich kriegen. Da vorne müsste bald die Stadt gleich kommen. So, da haben wir sie vorbeigezogen. Ja, da ist die Stadt. Ich glaube, es ist so geskriptet, dass du gewinnst. Yes. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Also Ruhm plus 20. Ruhm ist natürlich auch wichtig. Oh, ich muss gerade niesen. Warte mal. Doch nicht. Naja, gut. Wir können jetzt zum Marshall nach Armadillo reiten. Bei dem kriegt man halt neue Aufgaben. Wir können ja jetzt auch mit Bonnie nach uns nochmal anhalten. Ich werde aber direkt nochmal zum Marshall flitzen. In der Tat, in der Folge. Weil mal gucken, was der für uns hat. Das ist schon gut. Und Bonnie macht man natürlich alle Aufträge, das ist natürlich ganz klar. Wir können mal kurz in die Statistik gucken. Wir haben ja so Statistik, Missionsherausforderungen. Es gibt noch fremde Personen, die uns quasi Aufgaben stellen. Also es gibt da sehr, sehr viel zu tun bei Red Dead Redemption. Wir werden nicht alles machen können, also nicht alles auf 100%, das wird nicht funktionieren. Das Spiel abgeschlossen, 3,7%. Gesamtspielzeit 28 Minuten, also wie gesagt, wir haben einiges zu tun auf jeden Fall noch. Und müssen einiges machen. Missionen, Stolperstein, das sind die Missionen. Aktualisiert, allgemeine Info, fremde Personen, Verbrechen, Reisen, Geld. Ich wollte mal gucken, ob es so eine Dings bei den Leuten gibt. So eine Reputation. Ob ich die irgendwo sehe. Wir haben nicht viel Geld. Bis gar kein Geld. Getroffene Schüsse 81%. Ich bin gar nicht so schlecht. Gut ist aber allerdings auch, allerdings ist das auch hier Auto-Aim. Von daher ist es jetzt nicht so schwer zu treffen. Reputation sehe ich. Doch da oben steht der Ruhm. Ist Nobody und Ehre, Herumtreiber. Es gibt Ehre, Ruhm und Ehre. Beides muss man hochhalten. Dann kriegt man bei den Händlern bessere Preise und so weiter. Das würde ich natürlich hier machen wollen. So, wir setzen uns einen Wegpunkt. Das ist ein bisschen wie bei GTA. Ist natürlich, Rockstar ist natürlich GTA und man merkt auch, dass viel GTA-Know-how drin steckt. Aber ist ja nicht schlecht, GTA ist ein super geiles Spiel und das hat damals wie heute tut das der hier im Spiel mega gut. Lässt die Ausdauer deines Pferdes nach, führt das Drücken von A dazu, dass das Pferd langsamer wird und dich irgendwann abwirft. Das habe ich natürlich schon so gesagt. So in der Welt laufen hier überall noch andere Reiter rum. Ist wirklich, das gelobte Land in Aufbruchsstimmung. Man merkt das auf jeden Fall. Wir stehen kurz vor der industriellen Revolution, glaube ich. Ich habe im Intro hat man ein Fahrzeug gesehen. Und da ist das so zeitlich einzuordnen. Die Cowboy-Zeit ist noch nicht ganz vorbei, aber fast im Endeffekt. So, da vorne reiten die. Das war einer. Oh, Minus für Ehre. Ups. War deine Waffe in der Hand gehabt? Ich dachte. Das ist natürlich scheiße jetzt. Das wollte ich nicht. Aber ich lade deswegen auch nicht. Oh, ich habe 40 Dollar Trinkgeld. Kopfgeld. Trinkgeld. Trinkgeld wäre schön. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Mission jetzt erfüllen können. Das ist ein bisschen anders wie bei GTA. Also, es gibt hier nicht diesen Polizei-Counter. Das gibt's hier nicht. Du hast halt. Du kannst jetzt unbehelligt rumreiten, aber irgendwann, wenn die dich die Cops sehen, dann kriegst du Stress mit denen. Rechne damit, dass die Gesetzeshüter dich. Ich kann es gar nicht vorlesen. Ich müsste selber lesen. Da oben steht links. Wir werden Suchtrupps ausschicken. Ich hoffe nicht. Mal bereit.
Okay. Achso, im Bahnhof, in Bahnhöfen im ganzen Land befinden sich Telegrafenämter. Da kannst du es überweisen, dieses Kopfgeld. Ah, ich letztes Mal habe mich einfach umbringen lassen. Alles cool zu wissen. Wir haben ja nur 40 Dollar. Ach, ich weiß nicht, ob wir 40 Dollar überhaupt haben. Wir binden das Vieh mal an. Ja, die Bevölkerung verfolgt unsere schlechten Taten. Das war natürlich unabsichtlich eben. Ich dachte, der greift den Kutschfahrer an, ehrlich gesagt. Weil er neben dem hergeritten ist und die Waffe gezogen hatte. Aber wahrscheinlich waren da nur irgendwelche Kojoten oder sowas. Wir können ja mal ganz kurz, hier ist der Bahnhof, Kopfgeldzahlung. Coole Sache mit dem Kopfgeldzahlen. Die Stadt ist also schön belebt. Echt cool. Ah, was ist human trouble? So. Da kann ich irgendein Spiel spielen, Five Finger Fillet. Wir werden aber einmal Poker spielen, einmal Fillet, das werden wir schon einmal machen. Aber nicht 50 Millionen Mal Kopfgeld bezahlen. Du hast kein Geld, komm wieder, wenn du das Kopfgeld bezahlen kannst. Ja, das ist ja natürlich super gut. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Oh nein, soll ich fertig rufen? Einfaches Campvorräte, ich habe gar nichts. Streitross. Okay, da muss es wohl so klappen jetzt. Würde ich sagen. Versuchen wir es. Ach, hau ab, Pferd. Ich hoffe, wenn wir jetzt die Sheriff-Mission machen, wenn wir die überhaupt machen können, oder die starten können, dann kriegen wir ja ein bisschen Geld. Ja, also zum Glück. Okay. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore, dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now,
I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. So, der Sheriff hat natürlich auch was zu tun, hat er gerade quasi gesagt, gerade. Begleitet den Sheriff zum Saloon. Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walter. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Tja, er versucht die Stadt so gut wie es geht zu beschützen. Is the dumb rat bastard now? Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Okay. Wir müssen das Bandenversteck von dem aufheben. Wir pfeifen nach unserem Pferd. Walton's our man. God damn it, he's on to it. Get after him. Komm her, du alte Schindmähre. Okay, einen Namen für das Pferd. Ich nenn's mal Horst. Komm, Horst. Ja. Weiß nicht, ob man dem Pferd einen Namen geben kann. Das weiß ich nicht. Wäre cool, auf jeden Fall. As bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. So. Machen wir mal Background-Infos zu dem Typen. Let's stop so we can get a better look. Looks like we got company, boys. Damn. Okay. Ohne zu fragen, erstmal schießen. Das ist der Wilde Westen. We'll work our way up this hill. Take cover so, behind that wagon to your right. Kannst du da verstecken? There's one behind the crate. Take him down. Get to that crate. I got you covered. Nachladen und weiter. Take that cover behind the rock, boy. Now get to that rock. I'll shoot you some space. I see one of them. Okay, wir gehen weiter. Stay with me. Watch out for that sneaky bastard behind the outhouse. Okay, hinterm Haus ist noch einer. Ain't sure we seen the last of them. You boys just ain't that tough. So, jetzt nur noch der Typ da. Wir sollen ihn lebend holen. Oh Mist. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal.
Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Hat er jetzt umgebracht? Eigentlich wollte ich den nicht umbringen. Es hat im Test, in der Testaufnahme habe ich nicht umgebracht, es hat geklappt. Aber jetzt, der kam raus und ich habe abgedrückt und ja, das war direkt ein Headshot. Auszusehen. So, wir können Red Dead Redemption-like natürlich jetzt hier die ganzen Typen looten. Und wir brauchen die Kohle ja im Moment. Sie werden als kleines schwarzes X auf der Karte markiert. Das ist gut, wir brauchen die Munition und die Kohle. Genau, a little something for my troubles. Also eine kleine Entschädigung für meine Schwierigkeiten mit euch. Ich denke mal, das ist okay. So, $28 haben wir schon. Wir brauchen 40, glaube ich, fürs Kopfgeld. Das ist mir wichtig, dass wir das mal bezahlen. Wieso kriege ich jetzt Minus-Ehre? Ach so, bestimmt, weil ich den... Du hast das Outfit der Wardenbande entdeckt. Wir können uns auf Wardenbande umziehen jetzt. Dann werden wir jetzt nicht, dann werden wir von denen nicht angegriffen. Können wir jetzt irgendwie bei denen was machen? In dem Gebiet. Jedes Jahr ihre Bande haben, die haben immer so ihre Gebiete und ihre Bandenverstecke. So, müssen wir die $40 zusammen haben, oder? Nee, nicht ganz. So. Da ist eine Kiste. $42. Gut, dann reiten wir jetzt zurück in die Stadt und bezahlen das Kopfgeld und dann soll es das gewesen sein. Oh, $36. Sehr gut. Die bauen dann hier rum. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Event, irgendein Event. Angriff. So, ich habe alles eingesammelt. Vielleicht auf dem Abort noch was. An einem Lager kannst du irgendwas speichern und eine Schnellreise machen. Wir werden das ab und zu mal benutzen, Schnellreise, das geht nicht anders. Komm her, Pferd. Damit das nicht, damit das ein bisschen dynamisch bleibt hier im, wegen der Aufnahmen. So, dann reiten wir zurück in die Stadt und bezahlen das Kopfgeld. Und dann ist die Folge Schluss für heute. Ich höre da was rumballern, da ist blau. Rette den Schatzsucher. You good man. My name's Jufok. Very grateful. There's much treasure here. You want map? Hier gibt's viele Schätze. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. So. I could use a little luck. Ich hab eine Karte von dem. Ist das mein Pferd? Ne, mein Pferd steht da. Ich habe eine Karte von dem gekriegt. Eine Schatzkarte. Die gucken wir uns beim nächsten Mal dann an. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, so ein bisschen Ruhm gibt's jetzt. Und da kann man, ich habe nicht rausgefunden, wie man das findet, den Ort. Vielleicht muss man die Karte sehr gut kennen. Ich weiß es nicht genau. Achso, warte, die zwei Typen müssen wir noch looten. Im Moment brauchen wir jeden Cent. Später können wir dann, brauchen wir dann die alle nicht mehr looten, denke ich mal. So, da ist ein Puma-Fell. Das kann man alles verkaufen. Ich mach mal, wir können ja vielleicht da mal offscreen ein bisschen hier Tiere, ein bisschen jagen gehen. Das müssen wir nicht im Let's Play machen. Wir versuchen das Let's Play so dynamisch und storylastig wie möglich zu halten. Wie ihr merkt. Das versuche ich eigentlich immer, aber naja, es klappt ja nicht immer. Das liegt aber nicht an mir, sondern meistens an den Spielen, weil die halt einfach so umfangreich sind, die wir spielen. So, holen wir uns mal den Loot. Nochmal $4. 85 haben wir jetzt. Sehr gut. Sollte das Kopfgeld kein Problem sein. Und noch Munition. Sehr gut. Gut. Dann reiten wir jetzt nach Amarillo zurück. Amarillo. Und da können wir unser Kopfgeld bezahlen. Und dann sind wir wieder, da sind wir fein raus der Sache. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir... Oh, shit. Nein. In der nächsten Folge lassen wir uns vom Pferd abwerfen. Natürlich nicht. In der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir dann nochmal zum Marshall, lassen da nochmal eine Mission krachen und dann mal wieder zu Bonnie. Wir teilen das ein bisschen auf, unsere Zeit. Nachts würde ich gerne versuchen, immer in meinem Bett zu schlafen, bei Bonnie auf der Farm. Ob das immer klappt, weiß ich nicht. Man kann so ein Camp aufstellen, aber müssen wir ja jetzt nicht jedes Mal machen. Können wir mit der Postkutsche, man kann mit der Postkutsche wie mit dem Taxi fahren, wie bei GTA. Das ist eigentlich auch ganz cool, das können wir auch mal machen. So, bremst. So,
So, das Pferd muss mal kurz hier bleiben, denke ich mal. Es ist noch keine andere Ausgabe der Zeitung erhältlich. Kann man sich die Zeitung kaufen? So, Kopfgeld bezahlen. Ein Fall von Mord. Sorry, $40. So, Kopfgeld wurde bezahlt. Hier wird rumgeballert. Ich will mal gerade gucken, was hier abgeht. Es gibt so random Events, dann hast du Banditen, die so Frauen angreifen und so. Und dann kannst du natürlich die umbringen oder kannst du die halt, ja. Und dann hast du, dann bekommst du eine Reputation, ein bisschen besser, Ruhm, Ehre. Das ganze volle Programm, alles am Start. Benutze den Steckbrief, um mit der Jagd von Personen zu beginnen. Da gibt es auch mal gutes Geld dafür, das Kopfgeld. Das ist ein bisschen wie bei Red Dead Redemption 2. Man hat da vieles sich da, vieles sich angeeignet von Red Dead Redemption 2. So, hier. Machen wir Kopfgeld verdienen. Mo Van Bear. Ah, den schnappen wir uns, den Sack. Sehr gut. So, dann würde ich aber doch mal dann gleich jetzt die Folge an der Stelle beenden. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Wir haben viel geschafft. Wir haben unser Kopfgeld bezahlt. Wir haben ja das Bandenversteck ausgehoben mit dem Sheriff zusammen und sind ein bisschen weiter in der Story. Das gefällt mir sehr gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und was auch immer bei euch ist. In diesem Sinne, ab in die Rinne.